So, Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Red Faction Guerilla. Ich hoffe, die nerven uns nicht mehr in ja, das Radio geht mir schon wieder auf die Nerven. Ich wollte gerade irgendwas sagen und dank diesem fucking Radio habe ich es vergessen. Jetzt wird's geschlagen. Fick dich ins Knie. Fick dich ins Knie. Fick dich ins Knie. Ich hab gerade schon Bock, die auch um zu kloppen, aber ich mach's einfach mal nicht. Einfach mal, weil ich so sozial bin. Gehe ich jetzt hier an die Waffenkammer. Was ich sonst auch immer mache. Ich habe ja den geilen Vorschlag gemacht. Sieht doch so geil aus. Einsteigen. Tab. Da. Freifeuerzone, Missionsbesprechung. Das machen wir. Das machen wir. Hey, seit wann bist du sozial? Ja, jetzt gibt's eine Erklärung. Ich habe bei Skype gerade eine Konfi offen. Drei Leute hören mir zu. Ja, hallo. Aber ihr könnt sie nicht hören. Ich habe sie aus, also habe sie gemutet, nur halt, sie können nicht hören. Und deswegen fliege ich jetzt über diesen fucking Krater rüber. Und fahr weiter. Ja, und das ist das mit dem Sozial. Falls ihr wissen wollt, wer gerade eben stand, ist unten rechts in der Ecke. Das ist ein Exolds. Dazu kommen noch, zwei weitere, die ihr noch in meinen Let's Plays sehen werdet. Ich nenne sie einfach mal Mo und Steve. Mo müsstet ihr schon von, also könntet ihr schon von Minecraft kennen. Liebevoll nenne ich sie Stevie und Mo. Meine Kinder. Ja. Genau so ist das. Genau so. Und dieses Auto macht fucking eintönige Geräusche und ich sag viel zu oft fucking, warum eigentlich? Fucking, fucking oft. Oh, Freifeuerzone, bin schon da. Ah. Dies ist der große Tag, Mason. Parker, Dust und Oasis sind von der Herrschaft der EDF befreit. Zwischen uns und EOS stehen nur noch diese Geschütze. Dank Colonel Brogers Daten konnten wir Lücken in der feindlichen Artillerie erkennen. Wir haben verschiedene Angriffslinien geplant, um sie auszunutzen. Hier ist deine Route, Mason. Folge diesen Wegpunkten und mach keine Umwege. Die Lage sieht nicht gut aus. Viele werden nicht zurückkehren. Aber wenn wir diese Geschütze ausschalten können, ist der Kampf um den Mars beendet. Viele werden nicht zurückkehren. Ja, kein Wunder, wenn da drei Leute stehen mit so einem billigen Vorschlaghammer und nicht mal eine Knarre haben. Mason, begib dich in Position. Du musst dich mit der Gruppe vor dir treffen. Wir müssen es durch diese Zone schaffen. Das ist unsere einzige Chance. Aber mich nicht so. Ich hab schon, ich weiß schon, was ich hier zu tun habe. Manchmal lese ich bei RF-Kommandant einfach mal SS-Kommandant. Das ist ein bisschen falsch. Folge dem Weg auf deiner Karte. Schießen die Geschütze dich in Stücke. Begib dich so schnell wie möglich zum nächsten. Nein, 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 nein. Fahr. Zian, Tiger, Zian. Tiger. Tiger ins Gesicht. Ja, laber mich nicht zu. Wenn ihr mir alle mal aus dem Weg fahren würdet, könnte ich auch hier durch. Boah. Ja, du wirst definitiv krepieren. So panisch rumscheißt, dann wirst du. Tut mir leid, aber es ist so. Fahr mir doch nicht voll in die Fresse, du Bastard. Bastard, FTW. Ja. Ja, dann mach deine Scheibe frei oder putz dir die Brille, du Spacken. Ich auch ab und zu. Also, Brille putzen. Ne? Tag keine Brille. Oh, that's what she said. That's what she said. Und an die Leute hier in meiner Skype-Konfig gerade, sie hat gesagt, das hat mich knapp verfehlt. Wir dürfen jetzt nicht verlieren. Na, fahr. Wo geht's eigentlich hin? So, da bin ich rüber. Wir aus dem Weg. Ich fahr jetzt voll in dich rein, das ist mir scheißegal. Ich kann nicht mehr. That's what she said. das hätte aber auch er sein können, der das gesagt hat. Ich dachte schon, mit mir wär's vorbei. Naja gut, das hätte man jetzt auch wieder das gleiche sagen können, aber war nicht so lustig. Wir werden hier alle krepieren! Ja, willst du schon wieder krepieren oder was? Keine Panik, Jungs. Die Basis ist fast in Reichweite. Ja, wir haben es gleich. Da vorne ist die Brücke. Die Brücke. Ich habe keinen Strom mehr. Ich kann die Karte nicht sehen. Oh. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts.
Ziel fertig. Ich hab's geschafft. Finde die Energiekerne und zerstöre sie. Ich dachte, es soll nur ein Stück davon. Oh, besser. Das wäre auch ziemlich langweilig gewesen, wenn ich jetzt nur hätte durchfahren müssen. Ja, war ich bin zu dumm. Komm, ich dachte euch. Oh ja, schön. Oh, für mich hier falsch. Das wichtigste Radio zu stören. Wow, halt mich erschrocken. Ich hab doch Verstärkung bei mir. Ja, jetzt muss ich immer echt aufpassen, dass ich nicht noch geflickt werde. Ich hab's mit Popo. Das Shotgun einfach mal die Wände abknallt, das ist so krank. Ja, ich bin schon geil, ich weiß. Da, ich muss den Wasserstofftank zünden. Ah, schön. Ich muss nur ein bisschen mehr Fuck-Aiming zeigen. Ein bisschen mehr Fuck. Kern zerstört. Ja, lass dich erstmal tragen. Ich will nicht, dass das hier so steht. Ist da auch. Boah, häng noch nicht fest, du Spacken. Deutsche Pornos vor dem Hin. Ich muss das Radio zerklopfen, das ist meine wichtigste Aufgabe hier. Radio ist nicht kaputt gegangen. Wow! Ich dachte, das wäre der Vorschlagkammer. Dumme KI, komm schon. Komm schon, KI, sei so richtig dämlich. Bitte. Die KI ist so richtig kacke dämlich. Schöne Sache. So, jetzt muss ich hier erstmal das Haus aufmachen. Ja, ich weiß, dass da wahrscheinlich ein Problem mehr kommt, ne? Vollkommen bewusst. Ja, wo sind hier bitte der Energiekern? Das hier ist doch eine Rolle. Ich hau's erstmal so ein bisschen. Muss ich nicht so viel Ammo verschwenden. Raketen einfach mal außen zum Rand reinhauen, das ist dann schlecht. Was gerade Marauder? Sieht mir aus wie Marauder. So, Turm haben wir. Ich hab. Konnte. Waffenkiste so öffnen. Nimm dir deine Ammo. Und dann kann es weitergehen. Das war auch gar nichts Wichtiges. LOL! Ich hab das Jetpack! Jetpack! So. Bitch. Ich weiß, das Spiel echt ein bisschen übersichtlich, aber geht. Schlimmerer. So, jetzt hier ein paar Stützen einklopfen. Wand.
Wow, ich sollte weggehen. Oh! Ein Kern übrig. Sehr schöne Explosion. Sehr schön. Das war echt sehr geil. Hier komme ich nicht weiter. Ich muss das Jetpack mal öfter verwenden. Wow! Klein Nährhube. So, ins Gesicht. Komm ich da am besten mal hin? Ne, hier lang ist es nicht. Oder was? Scheint so. Ja, ich muss ausmachen. Tatsache. Ja, schnell ins Auto einsteigen. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie fahr ich denn? Oh mein Gott. Gas. Komm, wir fahren ihn. Passt, 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 passt. Das ist alles. Wand geht kaputt, ich brauch den Raketenwerfer. Ich brauch den Raketenwerfer. Oh, und jetzt muss ich erstmal. Oh! Das war der letzte Kern. Hat sich von selbst erledigt. Die Kanone wurde stillgelegt, Mason. Es ist vorbei. Nein, Commander. Das war erst der Anfang. Oh! Ihr wird nicht wissen, was sie getroffen hat. Was ein heldenhafter Spruch. Das war erst der Anfang, ja. Schwacht. So. Inhalt wird gespeichert. Noch ein bisschen schneller wäre vielleicht nicht schlecht. Freifeuerzone befreit. Yay. Yay. Thermobar-Raketen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, die sind halbwegs. Das sind so ein halb-halb. Ne? Könnten gut sein, müsste aber nicht. Ist ganz schön viel Barsch da runter. Ganz schön viel Scheiße drin, da richtig ekelhaft. Komme ich überhaupt noch raus? Tatsächlich. Und er schwebt aus den Trümmern hervor. So. Nehmen wir hier mal was heraus. Neuer Handbucheintrag. Okay, gucken wir da mal eben rein. Kontrolle der IDF über Sektoren variiert. Das ist mir egal hier. Das schweres. Das ist mir eigentlich auch alles egal. Achso. Der Thermobar-Raketenwerfer wurde immens verbessert. Die Reichweite ist zwar reduziert, aber sie können die Raketen in der Luft explodieren lassen. Die Explosion ist gewaltig. Damit sollten sich auch große Ziele leicht erledigen lassen. Mhm. Ja, ne? Könnte man anstatt der Raketen nehmen. Ja, ich glaube, den nehme ich auch. Den hole ich mir jetzt mal. Noch ein neuer Handbucheintrag. Ach, ist mir sowieso egal.